Herzlich willkommen zur 62. Folge Stadio der Metaphysics. Hallo. Guten Tag. Oh, ist hier viel reif. Also, was heißt reif hier? Also, fertig. Das denke ich mir gerade auch bei mir. Alter, ich werde hier reich. Hallo. Ah, was haben wir denn so Schönes? Was nehmen wir denn da nochmal rein? Milch, Milch, Milch. Ja, hier. Sag mal, Milch brauchen wir. Und Gemüse. Hühner, ich komme. Oh nee. So, das haben wir. Warum höre ich deine Kühe bis hier? Kannst du mal deine Kühe ein bisschen leiser machen, ey? Ach so, weil die hier draußen nur rennen. Also, Milch bitte. Also, Milch bitte. Also. Lauf nicht weg, dich brauche ich auch noch. Und dich auch noch. Können deine Tiere lauter sein als meinen? Das ist ja schon fast nervig. Oh, guck mal, hier gibt's. Was gibt's denn hier zum Ernten? Grüne Bohnen. Bei mir gar nichts. Schade. Ein paar Böhnchen. Gibt ganz viele Tönchen. Warum? Hier, Post habe ich auch noch. Mitteilung, Pierre, ich möchte Sashimi. Ich werde gutes Geld an die Person bezahlen, die mir einbringt. Was? Ja, nee, habe ich nicht. Sorry. Das ist natürlich ganz tragisch, dass du sowas nicht hast. Und warum hast du sowas nicht? Ahnung. Alter, ich habe 10-mal Milch mit Iridiumqualität. Es freut mich für dich. Wenn ich es aber richtig im Kopf habe, war es trotzdem noch immer nicht sinnvoll, die Milch direkt zu verkaufen, weil der Preis, glaube ich, immer noch besser war, wenn du es dann zu Käse oder was weiß ich verarbeitest. Aber weiß ich nicht mehr Wahrscheinlich. hundertprozentig auswendig. Aber ich glaube, bei Iridium-Qualität war es so, dass sich der Preis dann nicht mehr so krass unterscheidet. Da hat er sich nämlich langsam angenähert. So, heute ist Sonntag. Richtig. Also von mir aus können wir übrigens die ganze Zeit nicht schlafen, ne? Theoretisch gesehen zumindest. Außer du hast noch irgendwas Tolles zu tun. Nö, ich habe gerade aktuell nichts zu tun. Dann gehen wir mal ins Bettchen. Den riesig weiten Weg zu meinem Bett, ne? In meiner richtig vollgeräumten Bude. Oh, Erdbeeren sind fertig. Juhu. Man hört's. So schnell ernte ich doch gar nicht. Nein, ich möchte meine Erdbeere nicht ernten.
Erdbeeren. Oh, gibt's zumindest ein paar Erdbeeren. Wie viel sind denn ein paar für dich? 3 mal 34, 40, 41. Immerhin. Jetzt habe ich aber Hunger auf Erdbeeren, toll. Ich bin dann auch irgendwann mal in 3 Stunden vielleicht fertig. Käse, 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 Saft grüne Bohnen, Saft Kartoffeln. Eichenharz. Ah, ich bräuchte halt Eichenharz, ne? Brauchbaren Eisenbarren und Eichenharz. Aber ich glaube, meine Dings müsste jetzt langsam fertig sein. Meine Dingshacke hier. Meine Axt. Und die nächste Aufwertung war dann nach Kupfer kam Eisen, ne? Nach Kupfer kam Eisen, ja. Ich habe so viel Zeit jetzt gebraucht, mein Pferd Feld zu ernten. Ich habe noch nicht mal es geschafft, zu meinen Hühnern zu gehen. Okay, hallo. Werkzeuge verbessern. Kupfer, Stahlaxt 5000. Ja, nochmal später. 5000 habe ich nicht. Aktuell. Prismatisches Chili, das starke Zeug. Schnaps aus Kartoffeln. 2 Fässer Schnaps aus Kartoffeln. Meint ihr 2 Gläser oder zwei? Wirklich 2 Fässer? Gute Frage. Bei Erdbeeren lohnt es sich übrigens, Wein draus zu machen, ne? Nur mal was erwähnt zu haben. Also Wein ist besser als Chili. Okay. Aber ich habe keine Weinfässer, von daher. Okay. Ich habe halt kein Eichenharz und Eisen und Kupfer würde vermutlich auch ein bisschen eng werden für die Menge. Ich meine, ich würde glaube ich auch 4 Eisenbarren oder sowas kommen. Also 4 Fässer kann ich glaube ich bauen oder sowas. Kupfer Aber brauchen wir gar nicht mehr reden. Eichenharz machst du doch am Ahornbaum, oder nicht? Ne, das ist Ahornsirup. Eiche machst du schon am Eichenbaum. Was ist jetzt ein Eichenbaum? Eiche müsste das sein, wo ich dran aktuell die Dinger hier habe, bei mir zumindest in einen.
Das ist Aaron. Also Eichel, ne? Ich hätte auch Mahogoni im Angebot, wenn du möchtest. Frag mich zwar, wofür man Mahogoni braucht, aber das ist egal, ne? Wie sieht denn dein Baum aus, Aaron? Wo ist denn der? Links oben. Das ist aber kein Ahorn, sondern das ist eine Eiche. Das ist eine Eiche. Ja. Und die ganzen kleinen Bäume, die links ganz an der Wand wachsen, sind auch alles Eichen. Das brauchst du alles. Naja, wenn man bedenkt, dass wir um die 80 bis 150 Fässer haben wollen später, dann würde ich schon gerne mehr als einen Baum für Eichenzeug Dingsbum haben. Je mehr man davon hat, desto schneller geht's doch, oder nicht? Ja. Das so rein von der Praxis her sollte es so sein. Ich habe Kiefernteer, habe ich noch rumliegen. Den kannst du auch für irgendwas verkraften, irgendeine der ganzen tollen Dinger da. Kiefernteer war doch für irgendwas. Ahorn brauchst du für Bienenhäuser. Eiche für die Fässer. Und Kiefern brauchst du für den Webstuhl. Den wolltest du auch machen, weil du irgendwo für Stoff brauchtest. Die Mühle, glaube ich. Irgendwie sowas in die Richtung war das ja. Aber ich denke, von mir aus könnten wir wieder schlafen gehen, wenn du willst. Nein. Dann nicht. Ich habe leider noch keine Zeit. So, also jetzt mal zum Verständnis. Ich brauche Ahorn. Du brauchst für Fässer Eiche. Für Bienenhäuser Ahorn und für den Webstuhl Kiefern. Okay, ich möchte Fässer machen, das heißt, ich brauche Eiche. Richtig. Gut, dann habe ich ja da die richtigen Bäume gepflanzt, glaube ich. Hoffe ich doch mal. Irgendwelche werden schon richtig sein, oder? Wie war das? Oh, er stellt sich wieder Kohle her. Ui, weil er sich Zapfhähne bauen will mit Holz und Dingen, ne? Nö, Zapfhähne habe ich tatsächlich noch zwei. Aber ich will mal mein Erz und sowas hier verarbeiten. Ich habe jetzt noch gut hier Gold und sowas. Naja, aber gewisses Erz kannst du auch für irgendwelche Sachen verkraften, ja, oder nicht? Ja, ich will jetzt erst nochmal Eisen und so. Kohle für die großen Bomben und für die kleinen Bomben Kupfer und Kohle. Aber du wirst deine Kohle definitiv vermutlich für sowas nicht ausgeben. Nee. Ich habe jetzt Davon 6, das heißt, ich bräuchte jetzt theoretisch bräuchte ich noch 6 mal, warte mal, wie war es jetzt? Genau, ich brauche jetzt 150 Holz und 6 mal Eichenharz. Mhm. Das Holz habe ich, mir fehlt jetzt halt nur noch das Eichenharz. Wie viele Fässer hast du dann, wenn du fertig bist? Ja, ich will dann 6 haben. Keine Ahnung. Also ich könnte schlafen gehen, muss ich mal zählen gleich. Okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich würde auch sagen, 10.
So grob geschätzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Ja. meine Kühe Was mit deinen Kühen? fressen hier Ganz schön schnell das Wieschen weg, oder wie? ja, ich muss mal das Tor aufmachen zu dir rüber. Ach so, so ein Ding ist. Welches Tor? Moment. Du meinst mein Tor, was ich gar kein Tor ist, sondern einfach nur ein Zaun, der da in der Mitte ist, oder wie? Den muss ich mal wegreißen. Das Problem ist halt, du nimmst relativ viel Wachsfläche von dem Gras weg, in dem du nur Bäume stehen hast. Das ist aber das Problem, ne? Vor allem, weil du halt deine Bäume nicht nur in eine Ecke stellst, sondern die ganze Fläche gefühlt voll ist mit Bäumen, ne? Aber unten hast du auch nicht wirklich Platz, um Bäume stattdessen zu machen, ne? Außer du sparst dir dann halt Feldfläche später ein. Richtig. Was hast du denn da? Du hast irgendeine blaue Geode oder sowas auf deinem Feld unten. Was habe ich da? Auf deinem Steinding hast du irgendeine blaue Geode und deine Parsnips sind fertig. Also deine. Warte, weiß ich, wie die Dinger heißen, Scheiße. Ja, das ist gut. Katze, geh doch mal aus dem Weg. Hallo. Katze, lass mich nicht durch. Super. Was habe ich so eine blaue Geode? Was ist das denn? Irgendwas Blaues, Großes halt, ne? Was ist es, weiß ich nicht. Eine gefrorene Geode im Frühling, okay. Finde ich jetzt schon recht realistisch eigentlich. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist jetzt Dienstag 23, das heißt, ich habe jetzt noch 4 Tage, mal gucken, was ich da noch machen kann. 4 Tage Frühling. Richtig. Sommer, Sommer, Herbst, Sommer, Sommer, Herbst, Sommer, Herbst, Frühling 13 Tage, Frühling 8 Tage. Ne, dann mache ich jetzt nichts mehr. Deine eine Kuh hat keinen Bock mehr, die rennt gerade über den oberen Weg gleich weg, wenn das nicht war, wenn du nicht aufpasst. Die steht schon in dem Weg nach oben. Gibt Oh, keinen kann ich Bock mehr. verstehen. Ja, gibt halt zu wenig Essen bei dir auf dem Hof, ne? Und die Bäume kommen hier vorne eh weg. Ich setze die Bäume danach hier vorne rüber. Und hier ist ja eh schon alles voll. Was kann ich denn mit den Dings machen? Mit den Eichensaat? Ja, kann ich auch bekaufen? Kommt drauf an, was du jetzt genau mit Eichensaat meinst. Ja, diese, was du beim Ernten rauskommst, hier Ahornsamen und sowas. Die kannst du wieder anpflanzen, damit du neue Bäume bekommst, aber sonst kannst du nicht viel damit machen. Gibt es, glaube ich, auch noch so einen Farmer-Snack oder sowas, den du aus allen drei Baumsamen oder sowas craften kannst, glaube ich. Okay, weil langsam wird es mir hier unten echt gut voll, sagen wir es mal so. So, und ich brauche nicht mehr. Nein, das war die falsche Truhe. Nein, das war die falsche Truhe. Dann kommt das Zeug drin. Holz. Ja, was bräuchte man als nächstes Gebäude? Morgen treffen wir uns für den jährlichen Blumentanz. Ah. Eigentlich habe ich gar keine Zeit für so einen Blumentanz. Drei, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. 15.
Ist doch schön, dass du für sowas keine Zeit hast. Nee. Gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte theoretisch wieder schlafen. Ich bin schon auf dem Rückweg. Wo warst du denn? Im Dorfzentrum. Was gab's da denn? Um Sachen abzugeben. Ach so, Community Center meinst du? Ja. Ah, ich pack's in die Kiste. Können wir nicht diese Bäume hier vorne mal wachsen, weil die stören mich da eigentlich echt ganz gewaltig. Was dich immer alles stört, ist ja echt toll. Was mich halt am meisten stört, ist ganz klipp und klar die Tatsache, dass mittlerweile meine Kiste mit Essen oder mit den verschiedensten Essenssachen echt relativ gut gefüllt ist und es wird einfach nicht weniger. Du meinst jetzt mit Pflanzen, die du verarbeiten möchtest, zu Wein oder ähnlichem oder was genau? Richtig, genau. Ja, wenn ich jetzt das mal durchrechne, ganz kurz, so, davon 11. 23, 33, 53, 11, Das ist so 9. unfair, dass du das bei dir ins Haus stellen kannst, ne? Wobei ich es bei mir vermutlich auch reinstellen kann, aber meine Fläche ist halt bei weitem kleiner als deine, ne? Das ist aber auch gar nicht so wenig verarbeitetes, ne? Ich hätte jetzt noch 491 Sachen zum Verarbeiten. Theoretisch. Das kann ich verarbeiten. 49 plus das. Ich habe Aber hatte ich nicht noch. 612 Sachen noch zu verarbeiten und da muss man noch bedenken, dass ich von den Blaubeeren die Sachen verkauft habe, die Silber- und Goldqualität hatten. Habe ich auch, das ist das Problem. Ach so, da in die Kiste ist das reingepackt. Ja, ich muss mal gucken. Ich hatte eigentlich noch irgendwo, dachte ich zumindest, Kisten gehabt. Du meinst Kisten, die du in der Kiste gepackt hast, die du jetzt noch platzieren wollen würdest? Ja, dachte ich zumindest daran. Scheint habe ich es doch nicht. Aber theoretisch könnte ich doch meinen ganzen Kram. Ganzen Kram. Ja, was kostet die Scheune? Warte, ich guck's einmal schnell nach. Aber ich gehe es auf jeden Fall, kannst du gleich nachgucken, ich gehe es auf jeden Fall ins Bett und dann ist ja die Folge schon wieder vorbei hier. Der kleine kostet 15.000 und 300 Holz. 15.300 Holz. Level up. Achseffektivität. Blitzableiter. Okay, neues Helm, wilde Saat, neues Helm, Teleport, Totem, Stand. Okay. Was macht denn ein Blitzableiter? Gut, aber dann würde ich sagen, jetzt mal haut rein, bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss. Tschüss.